Lea aus Lagos. Herzlich willkommen beim Instagram Live mit Luis Schaub heute Abend. Wir sind in unserem Wintertrainingslager in Portugal an der Algarve und heute Abend steht unser Winterneuzugang für Fragen, Rede und Antwort. Ihr habt heute Nachmittag die eine oder andere Frage reingeschickt und die werden wir gleich beantworten. Vorab aber erstmal herzlich willkommen, Luis. Wie geht's dir oder wie waren die ersten Tage? Ja, mir geht's sehr gut. Die ersten Tage waren natürlich sehr intensiv. Wir haben richtig viel trainiert. Gestern hatten wir noch unser Testspiel. Aber heute war mal so ein bisschen Regenerationstag, wo wir ein bisschen runter können haben. Wie hast du dich eingefunden? Wie waren für dich die ersten Tage nach dem Wechsel? Ja, es war natürlich alles sehr stressig jetzt. Also ich bin vor einer Woche nach Hamburg gekommen und dann habe ich Medizinchecks gehabt. Und ja, dann ist gleich ins Trainingslager gegangen. Aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit, um alles kennenzulernen. Warst du mit den Mannschaften, bei denen du vorher warst, schon mal hier in Portugal an der Algarve für ein Trainingslager oder hier in der Nähe? Ja, mit Rapid war ich mal in Portugal. Ich glaube, da waren wir ganz in der Nähe, aber sonst waren wir meistens in Spanien oder in der Türkei. Ja. Dann geht es am Sonntag ja noch zum Testspiel nach Basel. Freust du dich darauf und ist das für dich was Besonderes, ein Alpenduell, sage ich mal, als Österreicher in der Schweiz? Oder? Ja, also natürlich freue ich mich auf das Spiel. Also es ist immer so, Vorbereitungsspiele sind halt ganz wichtig. Da sieht man auch dann ein bisschen, wo man steht. Ich hoffe natürlich, dass wir einen richtig guten Test haben und ja, dass wir einfach viele Dinge, die der Trainer von uns verlangt, dass wir die dann umsetzen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes mal zu den Fragen, die ihr heute reingeschickt habt. Wir lesen sie aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Namen vor, aber ich hoffe, ihr findet euch da wieder. Wir starten mal. Dann Louis, was hörst du denn für Musik? Ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich höre eigentlich alles gemischt. Oft natürlich die neuesten Hits, aber ja, dann gibt es auch mal Phasen, wo ich ältere Lieder höre oder Austropop. Also ja, alles gemischt. Was ist da Austria-Pop so bekannt? Kennt man da in Deutschland den einen oder anderen Hit? Ja, ich denke schon. Also ich weiß ja, dass auch viele Deutsche gern Skiurlaub machen und da hört man natürlich dann auf der Hütte die ein oder anderen Hits, von Reinhard Fendrich zum Beispiel. Oder Andreas Cavalier, also das sind schon ein paar gute Lieder dabei. Alright, dann bleiben wir musikalisch. Was hast du denn zum Einstand gesungen? Ja, ich habe gestern meinen großen Auftritt gehabt. Ich habe dann von Andreas Cavalier Hula Paloo gesungen. Zum Glück hat nach einiger Zeit die Mannschaft mich richtig gut unterstützt und mitgesungen. Deswegen war es dann am Ende nicht so schlimm, aber ja, ich habe mich schon ein bisschen gefürchtet vor dem Auftritt. Okay, hast du dich dann groß vorbereitet oder war das einfach ein Gassenhauer, den du so performen konntest? Ja, also Großteil habe ich schon so gut auswendig können, aber ich hab dann schon nochmal auf den Text geschaut, dass ich ohne Handy singen habe können. Ja. Was war deine Lieblingsperformance? Man muss dazu sagen, die Mannschaft hat am Mittwochabend und am Donnerstagabend jeweils nach dem Abendessen die Einstandslieder gesungen, in zwei Etappen also. Hast du deine Lieblingsperformance? Ich weiß jetzt gar nicht mehr alle auswendig, aber ich glaube von Tim war es richtig gut. Was hat er zum Besten gegeben? Boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Lied geheißen hat, aber es war jedenfalls ein gutes Lied zum Mitmachen. Alles klar, vielleicht kommt er ja gleich noch hier vorbei und gibt es nochmal zum Besten. Wir gehen in den Fragen erstmal weiter. Der beste Mitspieler deiner Karriere? Ja, ich glaube auf Vereinsebene. Zum Beispiel bei Rapid habe ich mit dem Steffen Hoffmann gespielt. Der hat richtig gut Fußball spielen können, hat richtig viel Spaß gemacht mit ihm. Und beim Nationalteam dann David Alaba ist ein richtig guter Fußballer. Marco Arnautovic sind natürlich Spieler, von denen man richtig viel lernen kann und sind einfach richtig gute Fußballer. Jetzt bist du in einer neuen Mannschaft, kanntest den einen oder anderen aber schon vorher. Mit wem verstehst du dich bislang am besten her? Ja, Luke und Martin habe ich natürlich schon von der Nationalmannschaft gekannt, deswegen habe ich mit denen auch dann schon ein bisschen mehr geredet. Ich bin mit dem Jumbo im Zimmer, mit dem mache ich halt jetzt auch richtig viel und verstehe mich eigentlich gut mit ihm und er hilft mir auch natürlich ein bisschen da, mich einzufügen in die Mannschaft. Ja. Hast du denn aktuell noch ein Idol auf Fußballebene, auf der Vereinsfußballebene? Ja, so richtiges Idol würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, das war früher ein bisschen mehr.
Aber natürlich gibt es viele Spieler, die man sich einfach gerne anschaut und wo man schaut, dass man von denen noch was mitnehmen kann. Wer war es früher? Ja, Zinedine Zidane zum Beispiel war ein richtig guter Fußballer. Da habe ich schon gern zugeschaut und habe halt auch probiert, dann Tricks nachzumachen. Alright, dann gehen wir weiter. Bist du Looping Louis Fan? Ich bin ganz ehrlich, ich kenne das Spiel nicht. Deswegen bin ich jetzt kein allzu großer Fan davon, aber vielleicht lerne ich es einmal demnächst kennen. Dann gibt es als nächstes die Frage nach deiner Rückennummer. Du wirst die 20 bekommen, aus einem besonderen Grund. Nein, also es hat jetzt nicht so viele freie Nummern zur Verfügung gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, die 20 könnte ganz gut passen und habe mich dann für die 20 entschieden. Ja, im Sommer steht ja die europaweite Europameisterschaft an, in allen oder in vielen verschiedenen Ländern. Die Österreicher sind auch dabei. Was rechnest du denen für Chancen aus? Ja, also ja, wir sind mit Holland und mit der Ukraine mal in der Gruppe. Der dritte Gegner wird dann noch ausgelost. Ja, ich denke, Holland wird Favorit sein und ich denke, danach ist alles möglich. Ich glaube, wenn wir gut reinkommen ins Turnier, dann denke ich, haben wir schon auch Chancen, dass wir dann auch weiterkommen können. Alright, dann die Zimmerfrage hast du eben schon beantwortet mit Jumbo. Dann geht's Richtung Rückrunde bzw. Restrückrunde. Wir haben noch 16 Spiele. Was sind deine Ziele für diese 16 Spiele? Ja, natürlich mit der Mannschaft. Ich wollte mal richtig erfolgreich sein und schauen, dass wir einfach richtig viele gute Spiele absolvieren und am besten natürlich, dass wir jetzt mindestens den Platz, den wir haben, verteidigen. Für mich persönlich will ich natürlich schon schauen, dass ich auch viel Einsatzzeiten kriege und dass ich dann zeigen kann, auch, was ich kann. Du hast in der Hinrunde beim FC in der Bundesliga gespielt. Was sind so die grundlegenden Unterschiede zur zweiten Bundesliga, in der du ja im Vorjahr mit dem FC aufgestiegen bist? Ja, ich denke so, der größte Unterschied ist dann einfach, jeder Gegner kann halt richtig gut Fußball spielen. Also es gibt dann nicht mehr, oder letzte mit Köln war es halt der Fall, dass viele Mannschaften sich dann hinten reingestellt haben gegen uns. Das war natürlich in der Bundesliga dann nicht mehr der Fall. Dadurch hat man auch aber auch mehr Platz dann nach vorne. Ja, aber es gibt halt einfach keine schlechten Mannschaften mehr. Jeder hat ein super Niveau und man hat auch gesehen, dass die Liga auch sehr ausgeglichen ist. Also jeder kann fast jeden schlagen und das macht das natürlich auch sehr interessant. Heute Abend geht es ja auch los. Gladbach und Schalke treffen aufeinander. Was ist dein Tipp für das Spiel? Schwierig einzuschätzen. Ich habe zwar Schalke gegen uns jetzt spielen gesehen, aber ja, ich bin gespannt. Also ich denke schon, dass Schalke eine richtig gute Mannschaft ist. Gladbach hat natürlich eine super Hinrunde gehabt. Ja, mal schauen. Also ich schaue gespannt zu am Abend. Ihr schaut es nachher mit der Mannschaft zusammen nach dem Abendessen, ist das korrekt? Ich weiß noch gar nichts davon, also kann aber gut möglich sein, dass das irgendwo was aufgebaut wird und dass wir uns dann zusammen das Spiel anschauen. Für die Jungs geht's gleich quasi nach dem Instagram Live zum Abendessen, 19 Uhr Ortszeit, 20 Uhr deutscher Zeit und dann ist ja 20:30 Uhr schon der Anpfiff auf Schalke. Zu guter Letzt haben wir eine Frage von deinem Bruder bekommen, der fragt, wann du ihn und deinen Kumpel Lukas mal wieder zur Darts-Revanche herausfordern wirst. Ja, also ich bin jederzeit bereit. Ihr wisst jetzt, wo ich dann bin. In den nächsten Monaten könnt ihr mich gern besuchen und dann gebe ich euch gerne Revanche, weil dann habe ich Heimspiel. Sehr gut, das war eine Ansage. Und jetzt gibt es eine kurze Ansage an euch. Ihr könnt jetzt noch mal gerne ein paar Fragen reinreichen. Bis dahin werden wir noch ein paar schnelle Fragen an Louis stellen. Und fangen dann an, ob du lieber ein Buch liest oder einen Podcast hörst. Ja, ich lese lieber ein Buch. Ja, ich lese verschiedene Bücher, meistens irgendwelche Bücher mit ja, Geschichten von Sportlern und ja, das mache ich eigentlich sehr gern. Was ist da dein Lieblingsbuch? Ja, also
Passt vielleicht nicht ganz zu meinem Charakter, aber von Ibrahimovic das Buch war schon sehr interessant und auch amüsant. Ja. Können sich wahrscheinlich viele vorstellen. In Richtung Podcast können wir dir eine Empfehlung geben. Seit letzten Monat sind wir auf Podcast-Ebene auch dabei mit Pur der HSV. Aaron Hunt war in der ersten Folge zu Gast. Und diesen Monat wird es für euch noch eine zweite Folge geben. Seid gespannt. Wer dabei sein wird, verraten wir euch jetzt noch nicht. Aber das werdet ihr dann innerhalb der nächsten zwei Wochen sehen. Dann für dich die nächste kurze Frage. Kölsch oder Pilz? Eigentlich gar nichts von beiden. Also ich trinke jetzt nicht so gern Bier. Natürlich habe ich jetzt ab und zu in Köln einen Kölsch getrunken, aber ja, ich trinke lieber gern was anderes. Alright, was ist das dann, die Alternative? Schorle oder? Wasser. Alright. Rituale vor dem Spiel, hast du da welche oder von den Trainingseinheiten, gibt es da was? Nein, eigentlich nicht viel. Also vorm Spiel höre ich meistens Musik, aber sonst gibt es jetzt keine Rituale, die ich jetzt immer mache. Dein Bruder hat es eben schon in Richtung Darts angesprochen. Hier die Frage, Darts, Billard oder Tischtennis? Für was würdest du dich entscheiden? Ja, indem ich ja im Darts nicht so gut war, nehme ich Billard. Ab und zu gehe ich in Österreich da mit Freunden Billard spielen. Und ja, da bin ich eigentlich ganz gut und habe auch ab und zu Erfolgserlebnisse. Alright. Kurzer Hintergrund, hier ist für die Jungs ein kleiner Spielraum aufgebaut, wo sie in ihrer Freizeit wie an den freien Nachmittagen Darts, Billard oder Tischtennis spielen können. Da gibt es das ein oder andere heiße Duell und da wird sich auf jeden Fall häufig gebettelt. Dann geht es noch weiter, nochmal in Bezug auf die zweite Liga. Worauf kommt es denn jetzt in den letzten 16 Spielen dieser Saison in der Restrückrunde an? Ja, also auch in der zweiten Liga ist es einfach so, dass die Liga extrem ausgeglichen ist und da entscheiden meistens dann Kleinigkeiten und da muss man einfach in jedem Spiel schauen, dass man dabei 100% ist, dass man seine Leistung abruft und so was ich jetzt gesehen habe, die Qualität ist richtig, richtig hoch in der Mannschaft und ich denke schon, wenn wir dann in der Rückrunde das Woche für Woche zeigen, dass wir richtig viele Spiele gewinnen können. So, dann sind jetzt die ersten Fragen eingetroffen aus der zweiten Fragerunde. Was war dein erster Verein? Das war in Österreich. Da habe ich mit 5 Jahren zum Fußballspielen begonnen und das war bei Admira. Ja, und dann bin ich schon mit 12 Jahren zu Rapid Wien gegangen. Was ist das für eine Entfernung für alle, die es nicht gerade vor Augen haben? Admira jetzt? Ja. Das ist so 15 Kilometer außerhalb von Wien, also nicht so weit weg. Alright. Verfolgst du Admira Wacker und Rapid dann auch noch regelmäßig? Ja, Rapid Wien schon. Also da habe ich noch sehr viele Freunde. Mein bester Freund spielt dort und sonst habe ich auch noch mit vielen Kontakt aus dem Verein. Also das ist sozusagen eigentlich mein Verein in Österreich. Alright. So, dann noch die Frage, wie man dich im Team aufgenommen hat. Sehr gut. Also alle Jungs waren echt von Anfang an sehr nett und haben auch probiert, natürlich mich einzubinden und ja, dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar. Es macht einem Spieler dann schon ein bisschen einfacher. Alright. Dann geht's weiter. Schoko oder Vanille? Ich weiß nicht, ob es auf Pudding bezogen ist oder generell, aber hast du da einen Favoriten? Ja, kann auch auf Eis bezogen sein. Kann natürlich auch auf Eis bezogen sein. Ja, dann nehme ich meistens lieber ein Vanilleeis. Okay. Basketball oder American Football? Ja, Basketball. Also ich schaue gern Spiele aus der NBA. Ist manchmal schwierig, weil es von der Zeit her, aber dann schaue ich mir meistens die Highlights an. Und ja, macht mir schon richtig Spaß. Also was die da für eine Show abziehen, ist schon richtig cool. Kannst du sagen, was du geworden wärst, wenn du kein Fußballer, wenn es nicht zum Fußballertum gereicht hätte? Ja, das ist ein Klassiker, die Frage. Ja, ich weiß nicht, also ich habe mir immer auch vorgestellt, dass ich Polizist werden könnte. Ist auch so ein klassischer Antwort, aber wirklich so. Aber ja, ich bin froh, dass ich mein Hobby zum Beruf machen habe können und bin auch sehr dankbar dafür. Alright, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir danken allen fürs Zuschauen. Danke Louis für Frage bzw. für die Antwortstellung. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Abend und freuen uns auf die Restrückrunde mit euch. Nur der HSV.
Ciao, Louis. Tschüss. Schönen Abend noch. Bis dann.